Mit 50, schrieb der Autor, dem unsere heutige Sendung gilt, mit 50 hat jeder das Gesicht, das er verdient. Dieser Autor, George Orwell, konnte mit dem eigenen Gesicht den Wahrheitsbeweis für seine Behauptung nicht mehr antreten. Er starb 1950, da hatte er noch nicht einmal sein 47. Lebensjahr vollendet. In jenem Jahr 1950 war er noch nicht lange unsterblich. Zu kurz lag die Veröffentlichung der beiden Romane zurück, die seinen Weltruhm begründeten. Die Farm der Tiere, Animal Farm, dieses Märchen, wie der Untertitel sagt, war 1945 erschienen. Die schreckliche Utopie 1984, erst 1949, mit den ein Jahr vor dem Tod von George Orwell. Aber diese beiden Werke machten ihn zum meistgelesenen britischen Autor des 20. Jahrhunderts, jedenfalls solange Harry Potter noch nicht unterwegs war. Doch ganz gleich, wie hoch die Auflagen der Bücher, manche Bilder, manche Aussprüche des Autors existierten und existieren längst unabhängig von seinem literarischen Werk. Von der Kontrolle durch Big Brother, vom großen Bruder, der dich beobachtet, hat auch gehört, wer nie den Roman 1984 in die Hand genommen hat. Der berühmte Ausspruch, alle Tiere sind gleich, doch manche Tiere sind gleicher, zirkuliert auch in Kreisen, denen die Geschichte von der Farm der Tiere in Buchform nie zugänglich war. Im Englischen hat dies nach seinem Namen gebildete Wort Orwellian zur Bezeichnung einer bedrohlichen, einer unheilvollen Situation eine ähnlich sinnvolle oder unsinnstiftende Kraft wie unser Ausdruck Kafkaesk. Es ist auch ein halbes Jahrhundert nach seines Schöpfers Tod noch allgegenwärtig. George Orwell war gerade wegen dieser kargen Handvoll von Zitaten weltweit ein Liebling der Zensur, selbstverständlich auch in seinem eigenen Land, in Großbritannien. Und Unterdrückung sorgt nun einmal für Popularität. Unterdrückt, zurückgehalten wurden auch viele Informationen über das Leben von George Orwell, die meisten von seiner Witwe, einige andere vom Geheimdienst seiner Majestät, in dessen Dienst Orwell ein paar Jahre lang stand. Das machte sein Leben eine Zeit lang noch undurchsichtiger, als man es ohnehin von einem Mann vermuten muss, dessen Geburt und Abstammung ins britische Kolonialreich zeigten, der die feinsten Schulen Großbritanniens besucht und gegen Franco am spanischen Bürgerkrieg teilgenommen hatte. Geboren wurde Eric Blair, George Orwell ist sein Schriftstellername, als Sohn eines Beamten 1903 in Motiari, einer kleinen Stadt im indischen Staat Bihar. Der Vater war für den Opiumanbau in dieser Region zuständig. Die Bauern seines Distrikts hatten einen Teil ihrer Felder für diesen Mohnanbau zu reservieren. Nach der Ernte musste dieser Stoff zu einem kärglichen Preis an die britische Verwaltung abgetreten werden, die diese Droge mit gewaltigen Profiten nach China weitervertrieb. Heute spricht man von einem Drogenkartell, es war damals nicht anders, aber da der Staat die Angelegenheit betrieb, war der Rauschgifthandel naturgemäß legal. Jener Geburtsort von Orwell, Motiari, rückte übrigens 14 Jahre nach des Dichters Geburt plötzlich in die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, weil Mahatma Gandhi 1917 die Stadt zum Ausgangspunkt für seine erste größere Kampagne gegen den Missbrauch der britischen Kolonialherrschaft in Indien wählte. Orwell stand zu diesem Zeitpunkt gerade davor, von seiner vornehmen Privatschule Wellington in das noch vornehmere Eton College zu wechseln. Es ist unwahrscheinlich, dass er etwas von den Turbulenzen in seinem nun um Tausende von Meilen entfernten Geburtsort mitbekam. Es ist aber sicher, dass ihm bald aufging, welch befremdliche Rolle ein Teil seiner Familie als Mitauslöser dieser Ereignisse gespielt hatte. Die nicht immer geradlinig verlaufende Auseinandersetzung mit dem Imperialismus, mit Repression, blieb für Orwell ein Leitmotiv seines Wirkens. Zu diesem Thema gehört naturgemäß auch, dass es Orwell nach der Schule
in den Kolonialdienst zog. Er wurde Polizeioffizier in Burma und das, was er dort miterleben, mitverantworten musste, ließ ihn nach wenigen Jahren seinen Dienst quittieren. Die für ihn zuständige Dienstbehörde stellte ihm kein günstiges Zeugnis für eine künftige Karriere im öffentlichen Dienst aus. Auch so kann man auf den Beruf des Schriftstellers kommen. Auch so, und das war für Orwell nicht weniger entscheidend, fällt man plötzlich aus dem Rahmen der Sicherheit einer bürgerlichen Existenz. Er war jetzt 24 Jahre alt. Vom finanziellen Vermögen der Familie war durch die Wirren des Krieges und andere Fehlspekulationen nur noch so viel übrig geblieben, dass es für das Auskommen der Eltern langte, die sich auf ein kleines Anwesen in Suffolk an der englischen Ostküste zurückgezogen hatten. Mehr als ein Jahrzehnt lebte der erst sehr viel später so berühmte Schriftsteller in jenem Zustand, der gern von der Hand in den Mund beschrieben wird. Nur konnte diese Hand dem Mund nicht allzu viel bieten. Journalistische Berichte aus der Welt der Armen und Entrechteten, wie sie Orwell schrieb, sind nur selten Kassenschlager, zumal wenn sie in einer oft dürren Prosa vorgetragen werden. Und so recht lässt sich auch für die Nachgeborenen aus Orwells frühen Werken nicht erkennen, dass hier eine Jahrhundertbegabung frühzeitig verkannt worden wäre. Gewiss, er war ein ehrlicher Reporter. Aber wer gezwungen ist, sich seinen Lebensunterhalt als Tellerwäscher, Hopfenpflücker, Sprachlehrer oder in einer anderen ähnlich tariflosen Beschäftigung zu verdienen, wird dadurch nicht zwingend zu einem vorbildlichen Chronisten des Schicksals von Tellerwäschern, Hopfenpflückern und so weiter. Selbst dann nicht, wenn dieser Zeuge zuvor eine höchst respektable britische Schulausbildung genossen hat. Literatur, Nachlesenswertes, Berührendes entsteht aus einem solchen Unterfangen bekanntlich erst dann, wenn die jederzeit nachvollziehbare Rührung des Autors, sein Wagemut oder, wie wir heute so gerne und trivial sagen, seine Betroffenheit, zuvor eine künstlerische Verpanzerung erfahren haben. Aber Orwell schien Literaturkritik weitgehend gleichgültig. Dieser Schriftsteller wollte die Welt verbessern. Gewaltig. Wer in jenen Jahren von gewaltigen politischen Veränderungen träumte, verschrieb sich dem Faschismus oder dem Sozialismus. Und die gesellschaftliche Schicht Englands, in die Orwell hineingeboren wurde, fand, wenn es denn überhaupt zu Änderungen kommen sollte, den Faschismus allemal attraktiver. Also schlug sich Orwell, der unangepasste Einzelgänger, auf die Seite der Sozialisten. Gut, auch bei dieser Entscheidung traf er eine spezielle, wenn Sie so wollen, eine elitäre Wahl. Er schloss sich einer Minderheit, nämlich den Trotzkisten an und folgte 1937 deren Ruf, in Spanien die Republik gegen den Faschisten Franco zu verteidigen. Als Trotzkist, als Angehöriger einer Brigade der Partido Obrero de Unificación Marxista, mithin der Arbeiterpartei der marxistischen Vereinigung, hatte man gleich zwei tödliche Gegner, Franco und Stalin. Im Mai des Jahres 1937 lieferten sich Linke und Linke. Auf der einen Seite spanische Trotzkisten, auf der anderen spanische stalintreue Sozialisten. In Barcelona tagelange Gefechte, bei denen es zu mehr als 500 Toten kam. Solches gefiel dem jungen Diktator Franco. George Orwell kämpfte für seine Trotzkisten ganz in der Nähe der katalanischen Hauptstadt. Eine von wem auch immer abgefeuerte Kugel durchschlug seinen Hals. Schwer verwundet verließ der Schriftsteller den Kriegsschauplatz. Politische Systeme, die einen absoluten Wahrheitsanspruch für sich reklamieren, so folgerte und schrieb er in seinem Buch »Mein Katalonien«, waren fortan nicht mehr die Orte seiner Utopie. Sie merken, verehrte Zuseher, dass wir jetzt auf die beiden Hauptwerke von George Orwell zusteuern, die Romane, die Erzählungen, Farm der Tiere und 1984, die uns jedes auf seine eigene Art eine Welt vorführen, in der das Individuum von einem in des Wortes ursprünglichen Sinne unheimlichen, nicht greifbaren System bedroht, kontrolliert, entwürdigt wird.
Dieses System war für Orwell offensichtlich der Stalinismus, der gerade auch die Menschen guten Willens zu animalischen, zu herdenförmigen Verhaltensweisen dressierte. Aber erpresste Konformität, auch darin liegt eine der immer noch gültigen Botschaften von George Orwell, jener Druck zur Gleichmacherei ist keineswegs ein Privileg des Stalinismus. Es kann immer noch schrecklicher kommen. Die Fabel Farm der Tiere beginnt mit der erfolgreichen Revolte gegen eine ungerechte Herrschaft. Schweine lehnen sich gegen den Besitzer ihres Bauernhofs auf und führen eine neue Form der Machtverteilung ein, in der nur die Tiere das Sagen haben. Mit Menschen wird jeder Kontakt abgebrochen. Es geht eine Zeit lang gut, bis sich abzeichnet, dass die Vorkämpfer der Revolte, die Schweine, ihre neue Macht mehr und mehr dazu nutzen, die Privilegien von Schweinen in die Verfassung der Farm zu schreiben. Bei der Umverteilung aller Güter stehen die Schweine an erster Stelle. Wer ihnen diese Position streitig machen will, wird von den bösen Hunden bedroht, die der Anführer der Schweine, ein Eber namens Napoleon, heimlich aufgezogen hat. Und langsam werden auch die Menschen, die anfangs so radikal angefeindeten Nachbarn, zu Partnern, wenn diese Partnerschaft denn einen Profit verspricht. Ich erzähle die Geschichte hier nicht weiter, verehrte Zuseher, weil sie auch heute noch sehr spannenden Lesestoff bietet, den ich Ihnen liebend gerne zur Lektüre und zum Vorlesen empfehle. Zur Lektüre, zum Vorlesen und auch zum Nachdenken darüber, wie wir selbst uns im Umgang mit einem totalitären System verhalten sollen, wenn wir zwar genau wissen, dass dort Schweine die Macht ergriffen haben und uns gleichzeitig aber auch das Schicksal der anderen Tiere nicht gleichgültig ist. Klar, damals standen die Schweine eindeutig für die Bolschewiken in der Sowjetunion, der Eber Napoleon für den Diktator Stalin. Das waren eindeutige Chiffren. Aber in der einen oder anderen Form treffen wir ja auf diese Konstellation und ihre Widersprüche in der Geschichte immer wieder. Und die Botschaft, alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher, hat nichts von ihrer Bedrohlichkeit verloren. Sehr viel finsterer noch als auf der Farm der Tiere geht es in Orwells letztem Roman zu, der den schlichten Titel 1984 trägt. Die Erde ist dort in drei Machtbereiche aufgegliedert. Jeder dieser Bereiche oder Staatsgebilde gibt vor, einer tödlichen äußeren Bedrohung ausgesetzt zu sein. Das rechtfertigt die immer perfektere Unterdrückung der eigenen Bevölkerung durch einen Machtapparat, der von einem großen Bruder angeführt wird. Dieser große Bruder ist allgegenwärtig, als Plakat an der Wand oder als überwachendes Kameraauge. Das System fühlt sich nur von einem einzigen Gegner tatsächlich existenziell bedroht. Das ist der immer noch nicht vollkommen aus den Herzen der Einwohner zu tilgende Individualismus. Aber weder die Einführung einer neuen Sprache, die Einführung des Newspeak, noch die Einrichtung eines Wahrheitsministeriums, das die Geschichte des Landes so umschreibt, dass sie für die Zwecke der Regierenden einsetzbar ist, können die vollkommene Sicherheit garantieren. Widerstand ist zumindest nicht ausgeschlossen. Dem Leser führt Orwell das an zwei Figuren vor, dem scheinbar unscheinbaren kleinen Beamten Smith und dessen Freundin Julia. Beide rebellieren gegen das System auf ihre eigene Weise, Smith durch das Heraufbeschwören seiner Kindheit, Julia durch das Ausleben ihrer Sexualität. Das kann, das wird nicht gut gehen. Smith sucht Verbindung zu einer mysteriösen Untergrundorganisation, die naturgemäß längst umgedreht, längst ein Instrument des Staates geworden ist. Eine Strafe besteht darin, zu einem perfekt funktionierenden Mitglied des Systems zurückerzogen zu werden.